Eigentlich wollte ich mit meinen Freunden gemeinsam den Hochkönig besteigen. Und nacheinander haben sie mir alle abgesagt. Ich habe mich dann kurzerhand auch teils aus Trotz dazu entschieden, alleine zu gehen. Und ich hätte nie gedacht, dass der eine Tag und die eine Entscheidung mein Leben komplett verändern. Um 6 Uhr bin ich losgegangen und dann habe ich mich einfach mal darauf eingelassen, was an dem Tag so passiert. Am Vortag wollte eigentlich nur ein Arbeitskollege mit mir auf den Berg gehen. Da habe ich aber auch gesagt, ich wollte unbedingt auf die Dorsalm gehen. Ich hatte dann auch die Freude, Wanderer zu begegnen, die mich dann ein bisschen schwach angeredet haben. Da ist die Bushaltestelle. Da hatte ich mir dann auch schon für mich selber die Gedanken gemacht, ob ich mich doch nicht überschätzt habe mit dem Berg. Kurz bevor ich zur Dorsalm gekommen bin, dann ist wer durchgesessen, ganz allein. Ich habe meine Sachen angefangen wegzupacken, weil ich habe dann ein bisschen weiter unten am Berg gesehen, dass einer alleine hochkommt. Und ich habe mir gedacht, den Spruch muss ich mir nicht auch noch geben. Der ist aber dann schneller hochkommen, als ich dachte. Und wir haben sie gut verstanden. Nur halt, dass sie aufs Matthäushaus gehen wollte und ich wollte unbedingt auf die Tour sein. Ich habe mir dann einfach mal gedacht, jetzt frage ich mal, ob er nicht doch mit mir gehen möchte. Am Anfang hat er zwar noch gesagt, nein. Ich habe mir gedacht, ein bisschen muss ich es noch zappeln lassen. Okay. Aber sie hat mich dann da überzeugt, dass ich mit ihr mitgehe. Wir sind dann gemeinsam umgedreht und unten haben sich dann unsere Wege eigentlich getrennt. Haben wir uns eigentlich schon verabschiedet gehabt. Ciao. Und zu meiner Überraschung habe ich mich umgedreht und bin da nochmal nachher. Und seitdem sind wir zusammen und leben miteinander. Stolz im Überhaupt.